Aufzüge, die heute den Eisenbahnalltag prägen, sind keine neue Erfindung. Die Entwicklung von Triebwagen beginnt bereits sehr früh in der Eisenbahngeschichte. Diese kommen ab Ende des 19. Jahrhunderts auf Nebenstrecken anstatt lokbespannter Züge zum Einsatz. Durch die Kombination von Sitzplatzangebot und Antrieb in einem Fahrzeug sowie den reduzierten Personalbedarf soll auch bei geringerem Verkehrsaufkommen ein wirtschaftlicher Betrieb möglich sein. Im Ausland werden die Triebwagen mehrheitlich mit Dampf, Benzin, Diesel oder durch Batterien angetrieben. In der Schweiz lösen, dank der frühen Elektrifizierung auch von Nebenbahnen, Elektrotriebwagen mit Stromabnahme von der Fahrleitung die mit Dampf, Diesel oder Benzin betriebenen Fahrzeuge rasch ab.